Weihnachtseinkäufe zu machen, dann hätten wir da einen Tipp für Sie, nämlich einen Weihnachtsmarkt der ganz besonderen Art. Holy Shit Shopping heißt er, läuft seit heute in den Kölner Sartori-Sälen und Manuela Klein war dabei. Das ist hier wirklich mal was anderes. Noch dazu in wirklich toller Atmosphäre. 150 Kreative und Künstler warten hier mal wirklich mit ganz anderen Weihnachtsgeschenken auf, wie zum Beispiel diesem Pantoffelkissen. Das hat es mir ja angetan. Das ist nämlich für zwei. Das soll heißen, man kann von der Seite und von der Seite rein. Man füßelt dann miteinander, kommt sich näher und es ist auch noch schön warm. Vor allem junge Designer tummeln sich hier. Der Grund ist einfach. Jenseits kostspieliger Messen sollen auch Nachwuchstalente und noch unbekannte Labels die Möglichkeit haben, sich einem breiten Publikum zu präsentieren. Und die Ideen sind im wahrsten Sinne des Wortes dufte und grenzenlos. Das hier ist ein echt Moos-Terrarium mit Schäfchen. Ja, das ist auch mal eine klasse Idee. Nierenfälle mal anders. Also wenn das meine Mutter schon damals gekannt hätte, die musste nämlich tatsächlich eins tragen. Jetzt gibt's inzwischen welche mit Törtchen und die sind sogar richtig stylisch. Das ist ja auch mal eine schöne Idee. Das ist nämlich ein Fuchsschal. Der beißt sich dann selber in seinen eigenen Schwanz, um den Schal zu halten. Das finde ich eine super Idee. Ja, man braucht eben nur kreative Ideen. Hier haben die Aussteller die Möglichkeit, weit über die Stadtgrenzen hinaus ihr Sortiment zu zeigen und das kommt extrem gut an. Dieser Herr ist extra aus Berlin hierher gekommen. Wie finden Sie dieses Konzept? Ich mag das Konzept sehr gerne, weil es gibt so kleinen Händlern bzw. kleinen Designern wie mir die Möglichkeit, sehr direkt mit Kunden ins Gespräch zu kommen. Für die Besucher ist einfach eine breite Masse an verschiedenen Sachen, die irgendwie ein bisschen individueller sind als in der Stadt, wenn man einfach hier in die Schildergasse geht oder so. Ich wüsste nicht, wo ich sonst meine Düfte hätte präsentieren können und vor allem unter dieser fabelhaften Atmosphäre hier in den Sartori-Sälen. Und auch sowas gibt's hier, den Jumpstar, ein Strampler in modern, erfunden von Kölnern. Jetzt musst du mir mal sagen, warum sollte ich diesen etwas lustigen Jumpstar kaufen? Da halte ich mich an die Aussage eines unserer ersten Kunden. Da fühlt man sich im Stehen, als würde man auf der Couch liegen. Mehr brauche ich dazu nicht zu sagen. Ob Mode, Produkt oder Schmuckdesign, Kunst, Fotografie, Grafiken oder Comics, die Auswahl ist wirklich riesig und dazu einzigartig. 2004 wurde dieses Konzept zum ersten Mal ins Leben gerufen, damals noch in Berlin. Und nun erstmalig in den Sartori-Sälen. Die Idee scheint beim Publikum anzukommen. Warum sind Sie heute hier? Weihnachten steht vor der Tür, ich möchte ein bisschen was einkaufen und bei so vielen Designern ist es doch optimal. Ich habe schon ein bisschen was Hübsches eingekauft. Was ist das denn? Wir zeigen das mal vielleicht in die Kamera, so erklären Sie mal. Kommt aus den 60er Jahren, das sind Magnete, einmal küsst man sich und einmal steckt man den Po aneinander. Ich habe gehört, dass es hier sehr viele schöne, designte Stücke gibt und das interessiert mich. Und hier sieht man ja schon total außergewöhnliche Lampen, die finde ich schon sehr, sehr faszinierend. Also eins steht fest, kreativ ist es hier wirklich. Und wer jetzt Lust bekommen hat, bis heute Abend 22 Uhr oder morgen von 12 bis 20 Uhr, kann man hier nach Lust und Laune shoppen. Und ich bin mir sicher, hier werden Sie für Ihre Lieben mal ein bisschen was anderes zu Weihnachten finden.